Ja, zweiter Teil unseres Gesprächs führt uns jetzt Richtung Jena. Wir haben gerade mit dem Geschäftsführer der Kulturbetriebe Dortmund, Stefan Mühlhofer, über die Gründung und den Weg der Kulturbetriebe Dortmund gesprochen. 25 Jahre. Und Jena Kultur wird 15 Jahre. Und ich freue mich sehr, dass ich hier mit Margret Franz sitzen kann, die Gründungswerkleiterin von Jena Kultur. Und sie ist nicht nur diejenige, die die ersten Jahre den Eigenbetrieb aufgebaut hat, sondern sie war davor auch schon ganz maßgeblich an der Vorbereitung und Gründung dieses Eigenbetriebs beteiligt. In einem der anderen Videos innerhalb des Storytellings kann man das auch nochmal direkt mit Margret Franz vor der Kamera gut nachvollziehen. Wir wollen uns jetzt auch nochmal darüber unterhalten. Wir haben uns gerade eben das Gespräch mit dem Kollegen aus Dortmund angeschaut, was in Jena auch anders ist, wo die Motivationslage hier lag. Und bevor wir einsteigen, das haben wir gerade eben festgestellt, will ich noch einen Kommentar in eigener Sache in die Kamera geben. Manchmal könnte man sich fragen, warum macht man so ein Storytelling, auch einen Aufwand für so ein Projekt genau zu diesem Zeitpunkt? Wir sind jetzt am Anfang einer großen Krise, die auch die Kultur stark betreffen wird. Ich spreche jetzt nicht von Corona alleine, sondern von den Folgen, den finanziellen Folgen von Corona. Und wir finden, das haben wir gerade eben festgestellt, dass es gerade jetzt darauf ankommt, den Kopf nicht in den Sand zu stecken für die Kultur, sondern weiter aktiv zu bleiben und sich zu zeigen. Und wenn wir auf 15 Jahre Jena-Kultur zurückschauen, dann nehme ich jetzt nichts vorweg, dann schauen wir auf eine Erfolgsgeschichte zurück und wir schauen mit diesem Storytelling, was wir hier machen, glaube ich, auf eine Geschichte zurück, die auch fortzuschreiben ist. So, du nickst, ja. Ja, es war jetzt keine direkte Fragestellung, aber ich könnte natürlich hier gleich anknüpfen. Na gerne. Anknüpfen insofern, als wir ja heute auch tatsächlich auch nicht nur nach hinten blicken sollten, sondern auch nach vorne. Und das, was wir so in den vergangenen 15 Jahren mitgenommen haben und auch gelernt haben, auch aus unseren Fehlern gelernt haben, das sollten wir auch mit nutzen und in die Waagschale werfen, um nach vorn zu blicken. Aber vielleicht noch mal ein kurzer Blick auf die Motivationslage vor 15 Jahren, warum wir dann eigentlich damals angetreten sind, etwas anderes zu machen, als es bisher gab. So vielleicht, so einfach würde ich es vielleicht beschreiben. Also es gab, für uns war es schon wichtig, auch dieser Punkt, mehr Unabhängigkeit zu haben, mehr Unabhängigkeit vom Verwaltungshandeln, keine Frage. Das war schon wesentlich, weil also Kultur und also auch was von Kultur ausgeht, sich innovativ zu zeigen, auch Neues anzufangen, das beißt sich natürlich mit einem strikten Verwaltungshandeln oft. Das geht nicht gut zusammen. Zumindest gibt es da viele Konflikte. Und um da einigen dieser Konflikte aus dem Weg zu gehen, war dieses Bestreben nach Unabhängigkeit schon ein großes Motiv. Aber es gab auch noch ein paar andere Motive. Ich habe es schon ein bisschen mit angedeutet. Ein weiteres Motiv war, langfristiger arbeiten zu können. Also nicht von der Hand in den Mund, sondern also auch langfristig planen zu können, auch Dinge planen zu können, die man von heute auf morgen vielleicht nicht so auf den Weg bringen kann. Das war für uns auch wirklich wichtig, also Programmplanung langfristiger zu machen und also wie gesagt auch neue Projekte anzufangen. Und ein Punkt war noch, flexibler reagieren zu können, flexibler auch auf gesellschaftliche Anforderungen, auf neue Themen, die uns begegnen, die ja zwangsläufig mit Kultur zu tun haben. Und wenn nicht die Kultur die aufgreift, wer denn sonst? Also das musste einfach also auch uns mehr gelingen, diese Themen anzupacken und auch in die Gesellschaft hineinzutragen. Ich glaube, da waren wir uns auch alle ziemlich einig. Das war ja nicht so, dass wir davor nicht solche Themen gemacht hätten. Und viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann mitgekommen sind, oder MitarbeiterInnen, wie man heute sagt, die haben das ja auch so gesehen. Aber dieses Korsett der Verwaltung hat schon ganz schön für Spannung gesorgt. Und da rauszukommen, das war neben also auch einer größeren materiellen Sicherheit eine große Motivation, die uns getragen hat. Also auch über viele Dinge hinweg, auch viele Diskussionen, die wir hatten. Ja, und am Ende ist ja etwas rausgekommen, was zumindest doch viele motiviert hat, also auch da was Neues innerhalb des Eigenbetriebes zu beginnen.
2005 war die Gründung. Wir gehen jetzt nicht allzu tief rein in die ganze Gründungsgeschichte. Das wird an anderer Stelle ja auch detaillierter erzählt. Mhm. Aber du hast jetzt Punkte gemacht, die Gründungsmotivation waren. Mhm. Unabhängigkeit, das haben wir in Dortmund auch gehört, bei der dortigen Gründung 1995. Flexibilität, unternehmerische Führung, Steuerung, kann man das sagen. Auch, ja. Aber auch Langfristigkeit. Und da ist sicher ein wesentlicher Unterschied zu Dortmund. Unsere Zuschussvereinbarung. Richtig. Ja, eine deutschlandweite Einmaligkeit, die, glaube ich, sehr früh in der Diskussion bei der Gründung zum Eigenbetrieb auch schon mit besprochen wurde und dann auch beschlossen werden konnte. Und das ist ja wirklich auch im Sinne der Flexibilität und der Unabhängigkeit was ganz Besonderes. 4 Jahre eine Vereinbarung zu treffen mit der Stadt über die Leistungen und die finanzielle Ausstattung. Dann aber andersrum auch in diesen 4 Jahren unabhängig bleiben zu sollen und nicht nochmal einen Nachtrag zu verhandeln, das ist natürlich wirklich etwas, was diesen unternehmerischen Geist und diese Flexibilität nochmal ganz stark unterstreicht. Mhm. Du hast damals darum gekämpft, dass es so kommt und dass dieser Eigenbetrieb so gegründet wird. Mhm. War es denn auch der Wunsch der einzelnen Einrichtungen, auch in diese Vierjährigkeit zu gehen, diese Absicherung zu bekommen? Und wo gab es da Widerstände? Und dann vielleicht damit verbunden die Frage, welche Bereiche, das würde ich doch noch mal kurz aufgreifen, waren damals noch dabei am Anfang der Diskussion, sind dann vielleicht weggefallen innerhalb des Eigenbetriebs. Mhm. Es ist ja auch KMJ, technisch gesprochen, Kultur, Marketing, Jena, steht oben drüber. Jena Kultur ist immer bekannt, aber innerhalb der Verwaltung heißt das ja oft KMJ, sind ja noch Satzungszwecke mit drin in Richtung Tourismus und Marketing. Kannst du das noch mal reflektieren? Ja, das kann ich gerne. Womit fange ich jetzt an? Ich fange mal an mit der Zuschussvereinbarung, obwohl das ja letztendlich am Ende aller Überlegungen stand. Aber hat auf jeden Fall damit zu tun, was ich anfangs gesagt habe oder eingangs gesagt habe, langfristige Planung. Zuschussvereinbarung über 4 Jahre, das ist wirklich ein Privileg, was wir errungen haben. Das muss man so sagen. Denn darunter haben auch alle Einrichtungen vorher gelitten, dass man von der Hand in den Mund gelebt hat und es im Grunde genommen Sparen keinen Sinn gemacht hat. Denn Sparen hieß, dass man im Laufe des sogenannten Dezemberfiebers Geld ausgegeben hat für unsinnige Dinge, Stapel Papier noch gekauft hat oder sonst was, damit nicht der Stadtkämmerer oder die Stadtkämmerin am Ende des Jahres kommt und sagt, ihr habt so toll gewirtschaftet, im nächsten Jahr kriegt ihr weniger. Das heißt, Sparen wurde nicht belohnt. Und das wussten auch alle. Das heißt, es wurde Geld auch für Dinge ausgegeben, die man eigentlich nicht brauchte. Ja. Und das war ein ganz starkes Motiv zu sagen, also nein, das wollen wir nicht. Wir wollen wirklich im Sinne eines Unternehmens handeln und auch für die nächsten Jahre schauen, was wir wirklich brauchen. Also brauchen an Infrastruktur zum Beispiel, an Ausstattung, aber vielleicht auch an Personal. Und dieser Punkt hat dann dazu geführt, dass es nicht reicht, von Jahr zu planen, sondern über einen längeren Zeitraum zu planen. Ich meine, in der Stadt, innerhalb der Doppik wird es ja genauso gemacht. Es gibt zwar einen Doppelhaushalt oder einen einjährigen Haushalt, aber es wird mittelfristig geplant. Ja. Und das gibt eine Sicherheit auch für alle Projekte, die man angeht. Hinzu kommt, dass natürlich ein stabiler Zuschuss über 4 Jahre dazu führt, dass man also auch verantwortlich mit dem Zuschuss umgehen muss. Man kann nicht im ersten Jahr alles ausgeben, wenn man weiß, dass man im letzten Jahr eigentlich mehr braucht als im ersten Jahr. Das heißt, bei allen Einrichtungsleitern musste auch dieses Umdenken erfolgen. Die Frage war aber, ob alle mitgezogen haben. Ich glaube, mitgezogen haben alle, wenn es um mehr materielle Sicherheit und Planungssicherheit und Perspektive ging. Das wollten alle. Da gab es keinen, der gesagt hat, vorher war es wesentlich besser. Aber in einer neuen Struktur, also auch sich wiederzufinden, hat natürlich auch damit zu tun oder hat mit einer Angst zu tun, die da heißt, ich verliere vielleicht ein bisschen an Eigenständigkeit. Es gibt da noch eine Ebene, die mich kontrolliert. Ich kann nicht mehr direkt zum Stadtkämmerer gehen, sondern ich gehe erstmal zum kaufmännischen Leiter oder zur Werkleitung. Das hat wirklich dazu geführt, dass manche unzufrieden waren und sagten, nee, das wollen wir nicht. Ich habe einen guten Draht zu dem und dem in der Politik und da gehe ich dahin. Ich möchte jetzt nicht noch eine Zwischenebene haben. Ich glaube, das ist auch bis heute, ist das immer noch ein kleines Spannungsfeld. Da glaube ich, muss ich jetzt nicht euch nach Athen tragen. Es ist so, muss man aushalten und austragen. Täglich Brot. Täglich Brot. Was von dir ist es jetzt von mir, ja. Ja.
Das hat sich dann im Laufe der Zeit auch, sage ich mal, minimiert, aber da ist es noch. Wer war jetzt, worüber wurde am Anfang diskutiert? Am Anfang wurde darüber diskutiert, ob mit dieser neuen Struktur also auch Probleme innerhalb der Stadt gelöst werden können, die bisher so dahin dümpelten. Mhm. Ein Problem war die Verortung der Touristinformation beim Kommunalservice. Mhm. Also mit Müllabfuhr, mit Straßenreinigung, hatte natürlich die Touristinformation nur bedingt etwas zu tun, um das mal jetzt mal auf den Punkt zu bringen. Also die Leitung der Stadt, also auch der Oberbürgermeister war damit unzufrieden, hat gesagt, die Touristinformation gehört nicht dorthin, sondern gehört woanders angebunden. Und wo könnte sie denn besser aufgehoben sein als bei der Kultur? Dann gab es ein Problemfeld, was meines Erachtens auch bis heute noch nicht ganz ausdiskutiert ist oder ausgestanden ist. Wie sieht es aus mit dem Stadtmarketing? Wo ist das Stadtmarketing angesiedelt? Wer soll es verantworten? Und da kam die Idee, Touristinformation ist ja ein Stück Stadtmarketing, Kultur hat auch mit Marketing zu tun, also versuchen wir das Stadtmarketing vielleicht bei der Kultur mit anzusiedeln. Das hat sich inzwischen auch geändert, aber Kultur und Marketing und Tourismus gehört eigentlich zusammen. So wurde gedacht, nicht ganz, aber es gibt Überschneidungsgebiete. Das hat sich ja dann auch im Laufe der Diskussion herausgestellt. Das könnte ich jetzt alles noch klein auseinandernehmen, will ich aber jetzt gar nicht. Thema Stadtarchiv wurde auch diskutiert. Stadtarchiv wurde dann aber fallen gelassen, weil die Idee war, das Stadtarchiv mit dem Bauaktenarchiv zusammenzubringen, weil natürlich die Dokumente, die vom Stadtarchiv gesammelt werden, auch wichtig sind für Baugenehmigungen und so weiter, aber auch umgekehrt. Also es gibt da Schnittmengen, Berührungspunkte, die dann dazu geführt haben, davon Abstand zu nehmen. Ob das jetzt heute noch geschickt ist oder nicht, darüber sollte man diskutieren. Und ich würde das auch als eine offene Frage betrachten. Ich denke nämlich, das Stadtarchiv hat genauso Schnittmengen zum Stadtmuseum, wahrscheinlich sogar noch viel mehr. Also sollte man darüber auch durchaus offen weiter diskutieren. Thema Wirtschaftsförderung wurde auch diskutiert. Und wo siedelt man die Wirtschaftsförderung an? Die Wirtschaftsförderung war damals bei der Stadtentwicklung eigentlich richtig, auch dort richtig aufgehoben, hatte aber auch mit Teile des Stadtmarketings unter sich. Aber mit der Realisierung dieser Aufgaben waren die damaligen Dezernenten nicht richtig zufrieden und haben gesagt, nein, das muss irgendwie bei der Kultur angesiedelt sein. Die Kultur ist innovativ und die machen bestimmt auch was Gutes. Also es war ein großes Vertrauen da, weil Kultur war sozusagen die innovative Szene hier in Jena, hat was vorangetrieben. Und wenn die was in die Hand nehmen, die schaffen das schon. Waren einfach Leute, die auch was machen wollten, was neu machen wollten. Und nicht nur alles so belassen, wie es immer war. Und auch nicht immer gesagt haben, es ist alles gut so. Nein, eher umgekehrt. Wir müssen was verändern. Dazu ist es dann aber aus verschiedenen Gründen auch nicht gekommen, weil natürlich Wirtschaftsförderung auch ganz andere Aufgaben schwerpunktmäßig hat als die Kultur. Ja. Meines Erachtens eine richtige Entscheidung, ja. Denn wir wissen ja jetzt auch, die Wirtschaftsförderung ist bei Wilfried Röpke gut aufgehoben. Und das Schöne ist, dass auch einige der Mitarbeiterinnen von jener Kultur jetzt bei der Wirtschaftsförderung arbeiten. Ja, tatsächlich ist eine starke Einheit. Und damit ist ja auch das Thema Stadtmarketing gewissermaßen verteilt, also auf verschiedene Teile. Ja. Tourismusmarketing, Kulturmarketing bei Jena Kultur, Standortmarketing im Sinne von Wirtschafts- und Wissenschaftsmarketing bei Jena Wirtschaft und natürlich die Gesamtsteuerung sowieso immer beim Oberbürgermeister. Mhm. Aber das ist, glaube ich, nochmal wichtig. Stadtarchive, da sind wir bei den Unterschieden auch zu Dortmund und zu anderen sogenannten Reformbetrieben, sind bei anderen Reformbetrieben in der Regel mit im Portfolio drin, hier nicht. Dafür haben wir diese Besonderheiten, die du jetzt nochmal herausgearbeitet hast, mit dem Tourismus, mit dem Anteil des Stadtmarketings. Das ist in den meisten anderen Städten eine eigenständige GmbH. Das ist hier in Jena aber unter einem Dach. Dadurch gibt es auch inhaltliche Synergien und Potenziale. Und das klang so ein bisschen mit auch bei der Aussage, die Einrichtungsleiter müssen sich dann auch wieder in dem gesamten Gefüge unter- und einordnen. Wir haben eben auch einen großen hochkulturellen Block oder Player innerhalb dieses Eigenbetriebs. Das ist auch ein echter Unterschied. Dortmund hat das Schauspiel, das Orchester nicht im Eigenbetrieb. Richtig. Hier ist das Orchester Teil des Eigenbetriebs, macht im Endeffekt ungefähr ein Drittel des Volumens aus der Mitarbeiter der Finanzen von Jena Kultur und macht natürlich gibt dem Ganzen nochmal eine ganz andere Kraft, aber auch
Steuerungsfragen und auch Spannungen, die das nach sich zieht. Und die waren, glaube ich, auch in den Anfangsjahren schon durchaus da. Ein Intendant, eine Intendantin ist es nicht automatisch gewöhnt, eine Werkleiterin, einen Werkleiter über sich zu haben. Ich glaube, so viel ist klar. Und das ist sicher ein Thema, was sozusagen uns dauerhaft ja auch noch beschäftigt hat und immer noch beschäftigt. Das ist wichtig so zu beschreiben. Jetzt haben wir gesagt, wir wissen schon, 15 Jahre sind eine Erfolgsgeschichte, wenn man darauf zurückschaut. Es ist eine inhaltliche Synergie auch entstanden. Also wir haben so viel gesprochen jetzt darüber, was ist der Vorteil in der kaufmännischen Steuerung, was sind die Synergieeffekte. Anders bei uns als in Dortmund haben wir ja einen etwas zentraleren Bereich. Wir haben Personal, wir haben Marketing, wir haben auch technische Unterstützung, wir haben das kaufmännische Controlling und Buchhaltung zentralisiert als Querschnittsaufgaben für alle Einrichtungen. Das ist ja ein Unterschied auch zu Dortmund nochmal. Aber die inhaltlichen Synergien, darüber will ich nochmal reden. Das war dir auch als Werkleiterin, das weiß ich, immer sehr wichtig. Ein Wort, was hier im Eigenbetrieb immer noch sehr präsent ist, das Wort von Margret Franz, die Summe ist mehr als nur die Teile. Und das Ganze ist mehr als die Summe der Teile. Bedeutet ja, dass auch inhaltliche Synergien entstehen. Und das ist im Laufe der Zeit ja auch mehrfach der Fall gewesen. Wie ist das zu moderieren? Das wäre jetzt wirklich mal spannend, glaube ich, zwischen uns beiden, weil du hast deine Rolle darin auch gesucht und gesehen, das zu moderieren, genauso wie ich das auch tue, ist ja nicht ganz leicht. Die Einrichtungen sind sehr selbstständig. Wir haben auch von Stefan Mühlhofer gehört, das ist übertragbar auf uns. Die Leute kaufen ihre Karte bei der Philharmonie und nicht bei jener Kultur oder sie buchen ihren Kurs bei der Musik- und Kunstschule und nicht bei jener Kultur. Nachher habe ich ja eigene Königreiche. Und wir wollen ja aber aus unserer Sichtweise, du damals als Werkleiterin, ich als Werkleiter, dass die auch zusammenarbeiten über die Einrichtungsgrenzen hinweg. Nicht ganz so leicht, oder? Also dieser Prozess ist durchaus nicht ganz einfach verlaufen. Hier also auch tatsächlich etwas Messbares für die einzelnen Einrichtungen an mehr herauszukristallisieren und das auch spürbar zu machen, sowohl in den Einrichtungen, aber auch in der Außenwahrnehmung. Ja. Es geht ja immer um die zwei Dinge. Und da haben wir auch einen Prozess durchgemacht, der, wie gesagt, nicht einfach war. Ich will mal ein Beispiel nennen. Das war der Markenbildungsprozess Jena-Kultur. Was ist Jena-Kultur? Ist das eine eigene Marke oder ist es ein Label? Und am Ende haben wir, am Anfang waren wir ganz euphorisch, haben gesagt, Jena-Kultur ist so gut, können sich alle drin wohlfühlen. War aber nicht so. Haben sich gar nicht so richtig wohlgefühlt, weil natürlich, wie das der Kollege aus Dortmund sagte, man kauft seine Tickets nicht bei Jena Kultur, sondern bei der Philharmonie oder im Museum oder so weiter. Das sind die Marken, die nach außen strahlen. Ja, was ist Jena Kultur dann? Da haben wir gesagt, ist ein Qualitätslabel. Jena Kultur ist ein Qualitätslabel. Das heißt, die Einrichtungen, die bei Jena Kultur sind, die erfahren etwas Besonderes. So. Das ist natürlich auch leichter gesagt als getan. Aber sowas kann man natürlich auch über die Jahre aufbauen, dieses Qualitätslabel, damit das erfahrbar wird. Und ich glaube, da sind es gerade die Prozesse, diese Querschnittsprozesse, die dazu geführt haben, dass die einzelnen Einrichtungen es auch gemerkt haben, dass dieses Zusammengehen für sie auch besser ist. Also das Kaufmännische, das Personalwesen, aber das Projektmanagement, auch eigene, gemeinsame Ticketing, ja? In der Touristinformation zusammengefasst. Ich muss mich darum nicht mehr kümmern. Mhm. Die Leute aus dem Marketingbereich der Touristinformation machen die Abendkasse für mich in der Philharmonie oder woanders und so weiter. Das waren wirklich auch Dinge, die haben die Einrichtung auch entlastet, weil sie merkten, das sind Profis, die können das besser als man selbst. Mhm. Und entlastet, und sie konnten sich der künstlerischen Arbeit, ihrer eigentlichen Arbeit mehr widmen. Mhm. Das war ein wichtiger Punkt. Auch der Veranstaltungsbereich, also der technische Bereich, der ja als Querschnittsaufgabe tätig wurde im Museum, bei den Märkten und Stadtfesten, im Veranstaltungsbereich. Ich will jetzt nicht sagen, dass es überall so gut geklappt hat, aber in vielen Bereichen schon. Und ich glaube, genau dieser Mehrwert, den die einzelnen Einrichtungen dann für sich nutzen konnten, um sich in ihrer Arbeit, ob jetzt im Orchester oder in der Musik- und Kunstschule oder auch in den Museen, Volkshochschule, ins Abbebücherei dann leisten konnten, der
wurde schon als etwas Positives wahrgenommen und hat auch dazu beigetragen, ja? Sind wir, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, wieder bei den betrieblichen, unternehmerischen Synergien, ja, die inhaltlichen. Das wäre mir nochmal wichtig, dahin zu kommen. Du hast ja große Erfolge auch für die Identität dieses Eigenbetriebs in den ersten Jahren hinbekommen, damit eben auch inhaltlich spürbar war. Wir arbeiten zusammen. Ne? Wir haben nicht nur diesen betrieblichen Vorteil oder auch kaufmännische Effekte, finanzielle Effekte, sondern plötzlich passiert noch was Zusätzliches. Ja, ich wollte gerade sagen, bist du mir jetzt ein bisschen zuvor gekommen, ins Wort gefallen, wollte ich jetzt gerade nicht sagen, aber egal. Alles gut. Dass dieses Abnehmen von, sag ich mal, Tagesaufgaben auch dazu führt, dass man sich näher kommt und dass man auch inhaltlich sich näher kommt. Ja. Und dass man da auch bereit ist, also an bestimmten inhaltlichen Themen mehr zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, ein Punkt der inhaltlichen Zusammenarbeit war, was auch wieder übergreifend ist, wie verstehen wir eigentlich unsere kulturellen Angebote hier in dieser Stadt, die eine Wissenschaftsstadt ist, die eine Stadt ist mit einer großen wissenschaftlich-technischen Vergangenheit. Und wie können wir unsere Angebote auch darauf zuschneiden und hier Synergien eingehen? Ich glaube, das ist auch bis heute noch so. Man muss auch den Geist einer Stadt oder die Geschichte einer Stadt verstehen, um auch entsprechende kulturelle Angebote auch zu entwickeln. Und das ist ein Punkt gewesen, worauf wir uns, glaube ich, sehr gut verständigt haben. Und das hat ja dann auch dazu geführt, dass wir gemeinsam uns damals um den Titel Stadt der Wissenschaft beworben haben, mit großen wissenschaftlichen Einrichtungen der Universität, den Beutenberg-Instituten und so weiter. Wenn nicht diese inhaltliche Zusammenarbeit auch schon in den Köpfen da gewesen wäre, über einen hohen Bildungsanspruch und so weiter, dann hätten wir das nie und nimmer so gut hinbekommen. Also auch gemeinsam so etwas für die Stadt auf den Weg zu bringen, um nur ein Beispiel zu nennen. Es gibt ja auch noch andere Beispiele, Themenjahre, die wir gemeinsam bestritten haben. Wenn ich an das erste, an die 90 Jahre Bauhaus denke, 2009, die dann nicht nur alle Einrichtungen gemeinsam erarbeitet haben, sondern auch über die Grenzen der Stadt hinaus, mit Weimar, mit Gera, Weimarer Land, mit Erfurt und auch, glaube ich, noch, ja, genau, im Thüringenwald. Das hat uns auch beflügelt, solche gemeinsamen Projekte zu machen. Wir haben gemerkt, also wir können das gemeinsam viel mehr machen als einzeln. Wir haben auch ganz andere Ressourcen, nicht nur finanzieller Art, sondern auch intellektueller Art. Und diese gemeinsamen Ressourcen, die konnten wir bündeln und also auch, sag ich mal, zum Blühen bringen. Das hat Spaß gemacht. Ja. Und macht heute, glaube ich, auch noch Spaß. Absolut. Ich kann das nur bestätigen. Das ist mit eins der größten Potenziale, was in dieser Konstruktion liegt und eben auch in der Vertretung nach außen. Mhm. Also wenn du von der Zusammenarbeit mit der Universität sprichst, das Beispiel genannt hast, Jahr der Wissenschaften 2008, es ist natürlich leichter, wenn man für die gesamte städtische Kultur spricht, auf Augenhöhe mit einem Unipräsidenten zu sprechen. Genauso nach außen mit anderen Partnern, mit denen man solche Jubiläen bestreitet, als wenn jeder einzeln unterwegs ist. Und sind wir mal ehrlich, wir beide wissen, Kultur ist in dieser Wissenschaftsstadt, in dieser Wirtschafts- und Wissenschaftsstadt nicht das A-Thema. Also es ist nicht Weimar, es ist nicht Dresden, wo die Kultur per se eine Ausstattung hat über Institutionen, die über lange Zeit da sind und eine große Bedeutung auch im Schaufenster für die Stadt nach außen tragen. Wir haben ganz hervorragende Dinge hier, aber sie brauchen diese gemeinsame Kraft, um eben dann tatsächlich die Bedeutung zu bekommen für die politische Diskussion. Das führt mich jetzt zur Frage, die ich dir noch stellen möchte. Du hast ja jetzt noch mal eine Sichtweise auf den Eigenbetrieb aus einer anderen Rolle heraus. Ja. Nach deiner Arbeit als Werkleiterin, als Gründerin hier, bist du ja in den Stadtrat gekommen und bist auch heute zum Beispiel Vorsitzender des Finanzausschusses, also eine ganz andere Sichtweise auf die Kultur. Und ich frage dich jetzt als Stadträtin, worin besteht der Mehrwert dieser Konstruktion aus der politischen Sicht? Also der Mehrwert aus der politischen Sicht besteht darin, einmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, wir haben
eine beständige Institution über mehrere Jahre, wo man sich auch seitens der Politik keine Sorgen machen muss, dass das irgendwie irgendwas aus dem Ruder läuft. Das hat aber auch wiederum mit der Gründungsmotivation zu tun. Denn die Politik hatte ja auch Erwartungen an einen Eigenbetrieb damals. Was sollte, oder Reformbetrieb, was sollte denn eigentlich der Reformbetrieb leisten, abgesehen von dem unternehmerischen Dingen, die, über die wir ja schon gesprochen haben. Der Reformbetrieb sollte ein langfristiges Angebot an kulturellen Dingen in der Stadt also auch garantieren. Und nicht von Jahr zu Jahr soll es eine Diskussion geben, schließen wir diese Einrichtung oder schließen wir diese Einrichtung. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht, aus Sicht der Politik heute noch ein Pfund, dass man diese Langfristigkeit garantieren kann oder sehen kann. Ein Eigenbetrieb als eine funktionierende Struktur ist ein Garant dafür, dass es also perspektivisch, also Kunst und Kultur hier in der Stadt möglich ist und also ermöglicht wird, aber mit einer großen Garantie auch möglich ist. Also nicht, wir haben jedes Jahr andere Probleme, über die wir reden müssen, sondern es ist eine Stabilität, mit der man rechnen kann. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der andere Punkt ist natürlich der, die Politik kann, zumindest war das immer mal der Wille, kann natürlich nicht mehr hineinfunken, so schnell, in die einzelnen Bereiche. Das kann man natürlich als Plus oder als Minus sehen. Ich wollte es gerade sagen. Aber aus meiner Perspektive sehe ich das als großes Plus an, dass es so ist. Und wenn man etwas wissen will, man hat den Ansprechpartner, man kann im Werkausschuss über alles reden, das ist ja gar keine Frage. Aber willkürlich hineinzufunken, das geht nicht. Das ging dann nur darüber, dass dann über die Zuschussvereinbarung geredet wird und dann wird über was ganz anderes geredet, nämlich wo wollen wir mit der Kultur eigentlich hin hier in der Stadt Jena. Aber man kann nicht eine Einrichtung gegen die andere ausspielen, sie einzeln zitieren und sagen, jetzt der hat schon gespart, ihr müsst jetzt auch sparen, das geht nicht. Und das, finde ich, ist ganz, ganz wichtig. Ja, ein ganz entscheidender Aspekt. Also das nochmal zurück zu übersetzen. Also Werkausschuss heißt praktisch Aufsichtsrat, in dem die Politik den Eigenbetrieb kontrollieren kann, begleiten kann. Die Zuschussvereinbarung ist ja letztlich eigentlich sowas wie eine strategische Wegbahnung auch. Also natürlich übersetzt in einen Vertrag, in dem Leistungen und dann auch Zuschüsse und Zuschusshöhen drinstehen. Deswegen vielleicht als abschließende Frage an dich. Wir sind jetzt in einer sehr schwierigen Phase, in einer Corona-Phase, in der wir ganz, ganz schwer nur sagen können, heute sagen können, was morgen ist. Und dennoch bemühen sich gerade Kulturpolitiker und auch wir bei Jena Kultur darum, ein Kulturkonzept zu verabschieden, als gewissermaßen Leitplanke und Kompass für die Entwicklung der Kultur und eben auch als Grundlage für die nächste Zuschussvereinbarung, die dann für die Jahre 22 bis 25 geschlossen werden soll. Findest du das richtige Vorgehen oder müsste man eigentlich jetzt eher sagen, nee, wir sollten abwarten, was aus der Krise heraus entsteht, wo wir dann stehen und uns solche Konzepte erstmal liegen lassen, bis wir ein bisschen klarer sehen? Also natürlich ist es richtig, dass man solch eine Konzeption in der Schublade hat und die auch jetzt erst recht entwickelt. Denn Corona ist jetzt, natürlich belastet uns diese Krise, keine Frage. Das heißt ja aber nicht, dass wir jetzt sagen, Kultur und Kunst brauchen wir nicht mehr. Ich glaube gerade umgekehrt, dass Kultur und Kunst ist so wichtig für den, ich sage es jetzt mal vielleicht ein bisschen pathetisch, aber für den Zusammenhalt, den gesellschaftlichen Zusammenhalt hier in der Stadt. Und das wird noch wichtiger werden, wenn wir gut aus dieser Corona-Krise rauskommen wollen. Und jetzt sage ich es auch politisch. Das muss man auch immer wieder kapieren. Auch die Leute, die jetzt gerade im freiwilligen Bereich streichen wollen, dass das ist unsere Grundlage, auf die wir aufsetzen können, wenn wir aus dieser Krise rauskommen. Denn wenn wir das kaputt machen, dann werden Leute, die jetzt schon einsam sind, noch viel einsamer werden. Und das können wir einfach nicht zulassen. Wir müssen jetzt vorbereitet sein auf die Zeit danach.
oder müssen das alles an Anstrengungen unternehmen, dass erstens die Strukturen nicht wegbrechen und dass wir vorbereitet sind auf das, was jetzt kommt. Und wenn da eine Kulturkonzeption da ist, die jetzt erarbeitet wird, ist ja viel besser, als wenn sie schon 4 Jahre alt wäre. Also im Grunde genommen ist das eine wunderbare Vorbereitung, wenn es auch vielleicht ungewollt und nicht ganz so gedacht war, hier aus dieser Situation auch mit einer Konzeption rauszukommen und nicht etwas zu machen, heute das zu machen, morgen das zu machen und völlig kopflos zu agieren. Ich glaube, das können wir uns am allerwenigsten leisten. Wir merken ja in der politischen Situation rund um uns herum, dass schon eine gewisse Kopflosigkeit hier und da ist. Aber wenn wir die Möglichkeit haben, hier konzeptionell was zu tun und genau das zu vermeiden, dann sollten wir diesen Weg weitergehen. Ja, danke für das Plädoyer. Damit schließt sich ein bisschen die Runde zum Anfang. Wir haben am Anfang gesagt, gerade in diesen Zeiten kommt es darauf an, den Kopf nicht in den Sand zu stecken, sondern darüber nachzudenken, wie kommen wir aus der Krise raus, wie geht es dann weiter. Ich möchte in dem Zusammenhang auch noch mal an diesen starken Gedanken Reformbetrieb erinnern, Kultur für alle. Du hast gerade den stadtgesellschaftlichen Wert unterstrichen, im Sinne des Nutzers, im Sinne der Menschen. Und das ist das, was wir sicher ganz stark gebrauchen können, um durch die Krise zu kommen und auch wieder rauszukommen. Und ich glaube, damit schließt sich ein bisschen der Kreis unseres Gesprächs. Antizyklisch zu planen und zu denken ist jetzt wahrscheinlich umso wichtiger. Wir können froh und dankbar sein dafür, dass dieses stabile Konstrukt aufgebaut wurde, durchgekämpft wurde. Und das sind wir hier intern, insbesondere auch immer noch dir. Das ist einfach der Fall, das darf ich an der Stelle auch mal sagen. Ich praktisch diese Konstruktion geerbt habe gewissermaßen, das ist eine ganz besondere Konstruktion. Und deswegen freuen wir uns auf die nächsten 15 Jahre Jena-Kultur.